Ja, tatsächlich. Ja, bloß halt falsch positioniert. Jeder kann zu Jesus wiederfinden, ja. Keiner geht verloren. Es gibt keine Beweise für die Wahrheit in Religion. Ja, natürlich gibt es die. Habe ich doch schon so oft drüber geredet, Bro. Hast doch gehört. Natürlich gibt es Beweise. Ja, der die Beweise nicht sieht, er will sie nicht sehen. Ja, er will sie nicht sehen. Ich heil gar kein Belial, Baal, irgendeinen Schrott. Ja, weil das sind alles Pedos. Und die heile ich auf keinen Fall. Nur Jesus Christ ist, ja, es ist anbetungswürdig. Ja, der Vater Jesus, ja, den Vater durch Jesus. Ja, den Vater anbeten durch Jesus. Ja, im Namen von Jesus. Okay, woher weißt du, dass du wiedergeboren bist? Also, wenn man wiedergeboren ist, man weiß es auf jeden Fall. Ja, man wird von innen nach außen verändert. Ja, und wenn du eine Wiedergeburt hast, du weißt das. Du bist ein anderer Mensch nach deiner Wiedergeburt. Du lernst Jesus persönlich kennen. Ja, du spürst den Holy Spirit. Du hast ein sehr intensives spirituelles Erlebnis mit Jesus zusammen. Ja, wow, ist das geil. Ja, Jesus ist ja eh die ganze Zeit hier, überall. Gott ist ja eh die ganze Zeit hier, aber ne, so, er berührt dich wirklich, er fasst dich an. Er fasst dich, Jesus fasst dich an. So, weil wirklich, er fasst dich an. Und ein Anfassen von Jesus ist das Geilste, was es gibt. Ja, das ist das Geilste, was es gibt. Ey, wie viele Minuten Zeit hat man mit Jesus? Weil bei einer Wiedergeburt, das ist unterschiedlich, Bro. Wie lange ging meine Wiedergeburt? Gefühlt nicht mal 10 Minuten oder so. Weiß ich nicht mehr. Ja, es war so intensiv, dass ich nicht auf Uhr geguckt habe. Ich bin voll im Moment gewesen. Ich bin voll im Moment gewesen, ja. Hatte ich Judas angemalt? Ey, jetzt mal Real Talk, guck mal, ne? Du hatest hier im Internet, du sitzt im Rollstuhl. So, weißt du nicht, was Hate ist? Ja, weißt du nicht, was Ausgrenzung ist? So, no front, aber ich muss es dir klar sagen. The fuck? So, und Judas, ja, zu der Sache mit Judas. Wir sind alle nicht besser als Judas. Wir sind alle schlechter als Judas. Ja, wir sind alle schlechter als Judas. Wir sind alle schlechter als Judas. Judas hat sogar noch an Jesus geglaubt, ja? Nein, es ist nicht ernst gemeint, weil Judas ja nicht mehr lebt, ja? So, das weißt du doch. In der Bibel ist er gestorben. So. Ja, Alma, sei mal öfter hier, dann mache ich dich Mod. Jesus ist Gott. Didi, meintest du das ernst mit deiner Hell-Testimony? Weil das ist vielen Menschen passiert, ja. Ja, Bettina, ich weiß, dass du es lustig findest. Es ist ehrlich, es ist wahr, tatsächlich. Na, ich dachte auch mal, das ist fake. Bloß du musst Jesus kennenlernen. So steht es ja in der Bibel, ja. Wenn du keine Wiedergeburt hast, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und du willst es ja nicht, wenn du keine Wiedergeburt hast. Du willst Jesus nicht kennenlernen, du kannst Jesus nicht kennenlernen, ja. Du siehst das Reich Gottes nicht, so wie es in der Bibel steht. So, deswegen, so wenn du nach Jesus fragst, dann kommt er, ja. So, und ich merke auch dein Spirit gerade. Ich merke, hold up, was sagt mir Jesus? Du warst heute einsam, sagt mir Jesus. Ist aber nicht schlimm, weil Jesus ist da für dich, ja. So, du kannst wirklich mit ihm chillen. Er will mit dir chillen, mit dir persönlich in deinem Zimmer, ja. Mit dir persönlich in deinem Zimmer, ja, oder wo auch immer du bist, ja, du gehst arbeiten, du chillst mit Jesus, du bist alleine, du chillst mit Jesus, ja, du redest mit Jesus, ja. Liebst du den Krieg? Sag was dazu. Oder schreib mir oder schreib. Schreib mir oder schreib mir nicht.
Ja, aber ich höre hier jedem zu und jeder kann hier sagen. Ja, und diese Trolls, das sind halt Hater, die sind im Leben gefailt, die würden sich nicht trauen, sich hier hinzusetzen. Okay, wie löst man sich von schlechten Gedanken? Diese Gedanken sind dämonisch, ja, diese Gedanken kommen von den Demons aus der dämonischen Welt, ja. Lass dir das erstmal bewusst werden. Das ist dämonisch. Das kommt nicht von Gott. Von Jesus kommt nur Liebe. Ja, von Jesus kommt nur Liebe. Ja. So, wie löst du beten, zu Gott sprechen, dass er dich davon befreit? Ja, und Bibel lesen. So, das würde ich dir empfehlen. So, und das ist auf jeden Fall der Weg, wie du sehr schnell zu Liebe findest und der eigentlich der einzige Weg. So, und ich weiß, man hat manchmal keinen Bock so, ja, man hat keinen Bock so auf Bibel lesen und so weiter, ja, aber es muss, ja. Was heißt es muss? Es muss nicht, aber es muss, damit diese schlechten Gedanken weggehen, ja. Ja, Kriege kommen vom Teufel. Wie habe ich ja doch gerade gesagt, warum soll ich das erklären? Du hörst mir noch nicht zu, also kann ich dir auch nichts erklären. Du hast gerade gesagt, es ist nichts, was Hass ist, kommt von Gott. Es kommt nur Liebe von Gott. Ja, und wenn die Menschheit dem Teufel Kraft gibt und nicht Gottes Gesetze einhält, so wie es da draußen ist, ja, wenn regellos gelebt wird, dann hat der Teufel hier vollen Zugriff. Nicht vollen, ja, aber immer mehr Zugriff. Immer mehr auf verschiedenste Menschen, ja. Und es braucht nur ein Mensch, der braucht eine Marke erfinden, die dämonisch ist, der von Demons gesteuert ist. Die geht um die ganze Welt, wenn er dafür betet, ja, wenn er den Teufel dafür anbetet. So. Ja, und diese ganzen Machtsüchte, guck mal, du willst mir gerade wirklich erzählen, ich soll dir Kriege erklären, wenn diese ganzen Machtsüchtigen die Länder bombardieren, kaputt ficken. Tut mir leid, Jesus, für meine Worte, ja, ich bin in meinen Emotionen. So, das kommt doch nicht von Gott, das ist doch klar, ja. Egal, ob man an Gott glaubt oder nicht. Du weißt doch, Kriege kommen nicht von Gott. Ich küsse dein Herz. So, habe heute Abend Jesus in der heiligen Eucharistie empfangen. Was hältst du davon? Was heißt das? Was ist das? Ja, das kommt auf jeden Fall noch aus meiner Demon-Zeit, das Tattoo. Das ist meine spirituelle Nummer, ja. Das sind Engelsnummern. Oh mein Gott, was mein Vater schreibt mir gerade. Ich will emotional, Bro. Hold up. Also mein Vater schreibt mir gerade. Mein Vater schreibt mir gerade. Ich habe heute mit ihm über Jesus geredet. Er schreibt mir gerade. Ich werde bis zum Ende standhalten. Ich habe heute dafür gebetet, Bro. Ich habe heute dafür gebetet, Bro. Ich habe heute dafür gebetet, dass meine Familie näher an Gott kommt. Und mein Vater schreibt es mir, Bro. Das ist deep, Bro. Das ist deep. Ist euer Herz, ja. Ich möchte euch bitte nochmal auf den Weg geben, ja, dieser Situation auch anlässlich. Gebete sind sehr powerful, ja, sehr powerful. Ich habe heute dafür gebetet, ich habe öfter dafür gebetet, ich habe heute schon bei meinem Gebet geheult, Bro, ja, und jetzt mein Vater schreibt mir, er wird bis zum Ende standhalten. Er wird bis zum Ende standhalten, Bro. Bitte Gott, bitte weck alle auf, ja, weck meine Familie auf, den Rest meiner Familie, ja, die alle ungläubig sind, ja, bitte weck sie auf.
bitte weck sie auf, bitte, ja, lass sie ins Himmelreich eintreten. Ja, bitte lass sie ins Himmelreich eintreten. Im Namen von Jesus Christus. Das ist deep. Das ist deep. Betet, Bro. Betet. Ihr werdet miese Antworten bekommen. Wirklich. Ein Gebet ist das most powerful, was du auf der Welt machen kannst. Weil du das eben nicht in deine eigenen Hände nimmst. Du gibst das in die Hände von Gott. Und er regelt das für dich. Weil du das gar nicht alleine machen kannst. Du kannst diesen spirituellen Kampf gar nicht führen. Den führt Gott. Und Dämonen sind da auf jeden Fall mit einbegriffen. Das heißt, entweder ja, steuern dich Dämonen oder Gott spricht mit dir und öffnet die Türen und hält alle Demons von dir ab. Ich küsse euer Herz. Bleibt im Spirit, Bro. Bleibt im Spirit. Wirklich, ja. Jesus ist da für euch und ihr könnt eure ganze Familie aufwecken, ja. Ihr könnt sie aufwecken. Ihr könnt ihnen Liebe geben. Ihr müsst nur beten für sie. Okay, Meditation ist auch sehr gut. Das dachte ich ebenfalls für 4 Jahre. Ja, Meditation ist eine dämonische Aktivität und ist nicht gut. Die Dämonen lügen dir vor, du heilst dich selber, du findest zu dir selber, du machst diese Atemübung, bist bei dir selber. Ja, was da im Hintergrund stattfindet, ist eine Verbindung, die du herstellst zur dämonischen Welt. Und während du in diesem Meditationstrance-Zustand bist, wirst du hypnotisiert. Ja, ein Dämonenritual sozusagen, in dem du hypnotisierst wirst. Ja. Hypnotisiert wirst. Ein Dämonen, ja, dämonische Aktivitäten ist eine Meditation. So, und natürlich, man glaubt daran, man möchte sich selber heilen. Ich spüre euch, ja, ich spüre eure Spirits, ihr seid vom Leben ermüdet worden. Dann wollt ihr die Sache selber in die Hand nehmen, weil euch ja jeder gefickt hat. Keiner kann euch heilen, euch wurde das Herz gebrochen, diese Frau, dieser Mann oder was auch immer will euch diese Liebe kann nicht geben, ja, ihr heilt euch natürlich selber, weil ihr nicht mehr auf diese Frauen und Männer vertraut, ja, so zieht euch der Devil in diese Irrlehre rein und auf einmal seid ihr am Meditieren, von der Meditation geht ihr in die spirituellen Lehren, ja, und der Devil, der catcht euch schneller, als ihr denkt. Ihr braucht doch nur eine positive Erfahrung mit Meditation und vielleicht haltet ihr daran fest. Deswegen passt auf. Bro, du kannst 20 Jahre meditieren, ja, und kannst immer noch errettet werden von Jesus. Jesus kann alles. Aber wenn du 20 Jahre meditierst, bist du dann bei Jesus oder bist du halt bei dir und heilst dich selber? Ja. So, christliche Inhalte kann man meditieren, auf jeden Fall. Ja, mach das aber im Gebet. Ich würde dir das im Gebet empfehlen. Das ist die einzige Meditation, in der du eben nicht hypnotisiert wirst von Demons, ja. Wenn die Meditation den Selbstheilungszweck hat, ja, dann wirst du hypnotisiert von Dämonen, weil da machst du es nicht im Namen von Jesus irgendwas, ja. Sondern du öffnest dich für alles im Universum, was reinkommen möchte, ja. Und das sind die Demons, ja. Ich küsse euer Herz. Angelo, hier steht Indefinable. Okay. Das ist deep, Bro. Ja, ich musste gerade wirklich emotional werden, Bro, weil, weißt du, mein Dad, er glaubt und so, weißt du, er lebt noch ein bisschen so in der Welt. Er sieht diese Spirit-Welt nicht so krass. Ja, er sieht nur, dass die Wehen gerade eingetroffen sind von der Schwangerschaft, ja. Und ja. Das sind halt erst die Wehen, aber die Geburt, ja, die wird natürlich noch irgendwann kommen, ja. Wir wissen aber nicht wann, ja. Und ich bin froh, dass mein Dad, boah, Glaube festhält. Ich glaube, oh, Bro, weil sonst, ja, außer noch jemand aus meiner Familie, sonst niemand,
zwei Leute aus meiner Familie, sonst niemand. Ja, es ist belastend, Leute in der Familie zu haben, wo ihr wisst, okay, die könnten eventuell in die Hölle kommen, die sind nicht gesaved, die leben jeden Tag happy, die lachen jeden Tag und du guckst dir das an, ja, und denkst dir, oh Bro, das ist auf jeden Fall, das Gefährlichste, was die da gerade machen, ja. Wir müssen unsere Familie für den Herrn hinter uns lassen, leider. Ja. 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 Ja, 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 ja. Ich werde meine Familie nicht aufgeben, aber ich werde sie auf jeden Fall aufhören aufzuklären. Nach einiger Zeit. Ja. Weil in einem Haus, wo ihr nicht erwünscht seid, geht. Ja, so ich versuche einmal am Tag zu meiner Mom zu fahren. So, ich habe da auch immer nicht Bock drauf, weil sie werde nicht noch privater, ja, aber so sie sieht das nicht. Sie sieht die spirituelle Welt nicht, geschweige denn Gleichnisse, gar nichts. Leider, ja. Ist halt so. Okay. Beten, beten, beten auf jeden Fall. Ja, nur Jesus kann mir dabei helfen. Meine Worte bringen nichts. Ja, eure Worte bringen auch nichts. Ja, so wie meine nichts bringen. Ja, so geht ihr hin zu Menschen, redet die an. Ihr versucht, die von euch zu überzeugen. Ihr failt. Ja, egal wie krass ihr es versucht. Ja, immer in der Kraft von Jesus. Immer in der Kraft von Jesus. Und dann klappt es. Deep. Deep, Bro. Deep, Bro. Ja, Jesus verändert euer Herz. Jesus, guck mal, Jesus verändert euer Herz. Ja, so. Ihr habt schon diese Anfänge von einem guten Herzen in euch. Ihr seid righteous, ihr seid gerecht. Ihr haltet nicht die Schnauze im Real Life. Ja, ihr, guck mal hier, das sind Heuchler auf TikTok, ne? No front. Ihr reißt eure Fressen auf und wollt canceln, was geht. Und wollt alles in die Ecke stellen, was geht. Im Real Life, ihr helft keiner Person, ja, die irgendwie ein Penner ist und auf dem Boden liegt. Ansage, wirklich. Ein Penner auf dem Boden, ihr tritt da noch drüber. Und auf TikTok, ihr wollt alles canceln, was geht. Weil ihr falsche Propheten seid, ihr seid Wölfe im Schafspelz, ja. Wow, Bro, das musste raus. No cap. Ich bin nicht politisch korrekt, Bro. Ich bin mein Jit, ja? Ich habe mir mein Face tätowiert, damit ich machen kann, was ich will. Ich mache, was ich will, Bro. Ich mache, was ich will. No cap. Schon immer. Okay. Ich bin AfD-Wähler. Da hört Gott Liebe auf. Weiß nicht, was es damit zu tun hat. Du kannst auch als AfD-Wähler an Gott glauben. Meinung zu Bachelor. Bachelor ist ein junger Jit auf jeden Fall und ja, ich rede nicht so viel über andere Männer, so deswegen ich fasse mich kurz. Ja, Bachelor ist ein junger Jit. Er ist für sein Alter sehr reif. Er ist auch schnell erwachsen geworden. Ja, und so wie ich auch. Ja, wir sind selbe Breed. Und ja, er ist auf einem sehr guten Weg, weil er will gerade Jesus kennenlernen, Bro. Bachelor Baby will gerade Jesus kennenlernen und er macht es öffentlich, Bro. Er bekennt sich dazu öffentlich. Wirklich, ich habe großen Respekt vor jedem, der das macht. Ja. Und dann ist Bachelor Baby halt ein Sünder. Wir sind alle Sünder. Ja? Wir können alle zu Jesus finden. Alle. Wow. Okay, alle auf mein Face tippen. Ja, ich hau jetzt noch meine Schatztruhe rein. Come on. Habe ich noch Münzen? Ja, ich müsste noch welche haben. Komm, Bro, 100er Schatztruhe. Gönnt euch. Macht diese Dinge auf. Alle aufs Face tippen, ja? Alle auf Face tippen. So. Ja, wir müssen anderen Leuten von Jesus erzählen, von seiner Liebe. Ja, das steht erstmal an erster Stelle. Das steht eher an erster Stelle. Seine Liebe. Das steht erstmal an erster Stelle. Dann
Wir müssen sie auch aufklären. Erst recht, wenn wir dämonische Aktivitäten gesehen haben, gespürt haben, gefühlt haben, miterlebt haben, ja, dann müssen wir sie vor dämonischen Aktivitäten auch warnen. Viele Kirchen machen das nicht. Und die Schule hat euch davor auch nicht gewarnt. Ihr habt in der Bibel gelesen, es ist schön und gut, dass ihr da Liebe und so hört, ja. Aber come on, Bro, habt ihr in der Schule überhaupt gelernt, dass Jesus God ist? God is good? Gehört euch die Schatztruhe gleich. Ja. So, geschweige denn Dämonologie in der Schule. Ja, man darf ja keiner sensiblen Person, ja, sagen, dass es eventuell den Teufel gibt, ja, sonst kriegt ihr eine Panikattacke. Ja, Plot Twist, ja, wenn ihr vom Teufel Angst habt und Jesus nicht findet, ihr kommt in die Hölle. Also habt eben ja eben keine Angst, ja, bleibt in Jesus Liebe, ja, damit ihr chillen könnt in seiner Liebe. Oh, ist das deep, bro, ist das deep. Okay. Jesus ist ein Gerücht. Wie kannst du es wagen, deinen Gott als Gerücht darzustellen, wenn er historisch bewiesen ist? Come on, Bro. Okay. Jesus Christ Superstar. Auf jeden Fall. Ja, Jesus ist auf jeden Fall. Boah, er ist most fame, ja. Also Jesus, wer hat die Cloud? Wer hat die Cloud? Ja? Jesus, nach 2000 Jahren. Ja? Er lebt ja noch, ja, aber er ist ja gestorben, auferstanden, er ist ja nicht mehr auf der Welt. Ja? Er macht nicht mal diese viralen Sachen mehr. Er ist trotzdem wie der Viralste. Ja? Come on, Bro, wie ist das möglich? Ja? Come on, Bro, wie wurde er so viral, dass er 2000 Jahre viral bleibt, ja? Welcher Influencer schafft das? Ja, warum hat das Jesus geschafft, der nicht mal ein Handy hatte? Ja? Come on, Bro, überlegt, ja? Überlegen. Wie kann man es wagen, jemanden anzubeten, der so viel Leid verursacht? Jesus verursacht tatsächlich nur Liebe, ja? Nur Liebe und Entscheidungsfreiheit. Ja, und wir dürfen das ja entscheiden, ja, ob wir Leid daraus machen oder ob wir wirklich in der Liebe bleiben, so wie sie am Anfang der Welt war. Hier war ein Paradies, Bro, ja. Von mir aus, hier gab es Riesenbäume und so ein Scheiß, ja. So, hier gab es alles, ja, wir haben alles in Fülle, ja, alle haben genug. Irgendjemand war greedy, irgendjemand hat gesündigt, ja, immer mehr reingeschissen wurde. Da wurde reingeschissen, hier wurde reingeschissen, reingeschissener Haushalt, reingeschissener Haushalt, reingeschissener Haushalt. Alle reingeschissenen Haushalte tun sich zusammen, machen Regeln. Ja, so ist es zum Bösen gekommen. Ja, und einfach nur, weil Gott keine Zombies wollte und uns das überlassen wollte, ob wir wirklich nach seinen Regeln leben, obwohl ihm ja das Universum gehört. Also es ist ja sein Universum, plus er gibt uns die Entscheidung, ob wir im Himmel oder die Hölle gehen. Aber ihr checkt ja vielleicht noch nicht, dass ihr auch Gottes Besitz seid. Ja? Ihr seid Gottes Besitz. Ja? Also wenn ihr seine Liebe nicht wollt, ja, ihr wollt nicht bei ihm sein, er findet es vollkommen okay, ja, weil ihr ja nichts für eure Existenz könnt, aber nicht bei ihm sein, heißt auch, ja, beim Leid sein. Und wir sehen die Hölle auf Erden. So, was ist die Hölle auf Erden? Die Hölle ist alles das der Gegenteil von Leben, ja. Krieg, Tod, Krankheit, Sucht, alles. Prostitution, alles, ja. Hier sehen wir die Hölle auf Erden. Und das hat alles nichts mit Gott zu tun, mit Gottes Liebe. Das heißt, wenn wir nicht bei ihm sein wollen, diese Sünden ausführen, ja, bei diesem sündigen Lifestyle bleiben wollen, dann kommen wir zu ihm. Dann kommen wir in den unendlichen, sündhaften Lifestyle. Ja? In das unendliche Leid. In den unendlichen Krieg. In den unendlichen Tod. Ja? Und wenn wir bei Gottes Gesetzen bleiben, dann sind wir bei Gott. Wir kennen den Himmel auf Erden, das ist Leben, das sind Tiere, das ist, wenn du ein Baby bekommst, das ist das Leben, ja. So, da kommst du hin, wenn du dich so positionierst. Das kommt von Gott. Alles diese abtrünnige irgendwas, Krieg, das hat ja der Teufel erfunden, weil er so ein Zerstörer ist und Gott ja eins auswischen will, obwohl er verloren hat. Ja, er will ja Gott eins auswischen, weil er verloren hat. Ja, so, der ist mad. Ja, else, Bro, else, Devil, ja, er hat verloren, er ist wirklich dieser Loser, Bro, er ist der Loser, Bro, ja,
Jesus ist der Winner und Jesus ist real. Ja? Kennt ihr Realness? Kennt ihr Realness? No front. Kennt das hier jemand in Deutschland? Kennt ihr Realness? Ja, ich gehe auf die Straße in Deutschland, ich sehe keine Realness. Nicht so oft, wirklich nicht. Ja, ich treffe nur noch sehr selten reale Personen. Bleibt bei Jesus. Er liebt euch. Ihr liebt euch, ja. Okay, ja, safe. Ich glaube an Jesus. Ja, hat Jesus dich so angemeldet? Nein, Jesus hat mich errettet. Ich hatte eine Wiedergeburt. Durch Jesus Christus. Ja. Weil er ist nicht so wie du. Ja, no front, aber er ist nicht so wie du. Er guckt nicht auf dein Aussehen, er guckt auf dein Herz. No front. Er guckt wirklich auf dein Herz, ja. Ich bin nie gestorben, ich werde auch nie sterben. Ich werde nie sterben. Ich habe Jesus gesagt, ich möchte nicht sterben und ja. Ich will in das unendliche Leben, ja, und nicht in den unendlichen Tod. Also ich werde nur mein Körper wird sterben und ja, darauf freue ich mich und ja, das wird schön danach. So, deswegen, ich erfahre nur diesen Tod, ja, und der wird nicht schlimm sein. Von mir aus, komm, Bro, überfahr mich oder so, wirklich. Ja, okay, komm, ich lieg ein bisschen auf der Straße, vielleicht spüre ich es noch, ja, miese Brise, aber danach ist chillig auf ewig. Mach was du willst, wirklich, ist mir egal. Yes, Sir, was geht, Jules? Lass mal wieder live gehen, Jules. Jetzt nicht heute unbedingt, ich wollte gleich aufgehen, aber so morgen oder so, falls du Zeit hast. Ja, bleibt in der Liebe und liebt einander, ja. So, habt keine Angst vor dem Tod, weil wenn ihr Angst vor dem Tod habt, da hatte ich auch eine krasse Unterhaltung mit meinem Bro, dann wisst ihr nicht, wohin mit euch nach dem Tod. Dann weiß das eure Seele nicht, ja. Er gesagt, irgendwo weiß sie es, aber guck mal, sie weiß eben, dass sie an einen bösen Ort kommt, deswegen habt ihr diese Angst, ja. Also deswegen, warum, wo ist mein Handy? Ach, wo ist mein scheiß Kabel, Digga? 1%. Wenn ich gleich weg bin, nicht wundern, ich komme wieder unten. Come on, Bro. Come on, Jit, 2%. Mir geht immer das Handy leer, sorry. So, 1%, warum lädt das nicht? Okay, so, habt ihr Fragen zu dämonischen Aktivitäten, wie ihr zu Jesus findet, was Dämonen sind, was auch immer. Oder einfach Fragen über mich, ja, ich beantworte. Komm mal, stell Fragen. Nein, ich lasse mir meine Tattoos auf keinen Fall entfernen. Das ist ein Teil meiner Testimony, ja. Das muss ich keepen. Ist Schwarzmagie eine Sünde? Safe. Schwarzmagie ist auf jeden Fall eine Sünde, ja. Was heißt Sünde? Ja, es ist nicht nur eine Sünde, auf jeden Fall eine Sünde. Auf jeden Fall ist es auch dämonisch und gefährlich für dich, Broski. Okay, nein, ich bin kein Demon. Hast du einen Psychiater? Nein, ich bin gesund, also durch Jesus Christus gemacht worden. Dämonen haben keine einzige Autorität über mich. Hatten sie nicht. Ich dachte nur, sie haben Autorität über mich. Aber ich habe ja durch Jesus, im Namen von Jesus, Autorität über jede dämonische Aktivität auf der Erde. Ja, also können wir diese dämonischen Aktivitäten nichts mehr. Wie bist du zu Jesus gekommen? Indem ich danach gefragt habe. Ja, und dann ist er gekommen. Also ihr könnt nach ihm fragen. Er will euch kennenlernen. Er liebend gerne, ja. Wirklich liebend gerne will er euch kennenlernen, ja. So sind alle Aliens Demons, ja. Aliens sind Demons, auf jeden Fall. Aliens sind Dämonen, ja. Nicht verwechseln. Das sind von mir aus, nennt die Aliens, ja. Weil das sind ja wirklich, Aliens ist ja Definition irgendwas von so aus dem Weltall oder so halt, weiß nicht, Mensch ist und sowas alles, ja. Aber das ist, nennt die lieber Dämonen, weil das ist das, was sie sind, ja. Danke für 5 Münzen, Digga. Kein Ding. Ich küsse doch dein Herz.
So, was sagt ihr? Oh, ich stelle viele Fragen. Ich soll jetzt bitte die Frage nochmal stellen, wenn ich die überlesen habe. Ja. Du bist eine Satansbruder, ich habe keinen Fall. Das geht doch gar nicht. Wie hat sich das geäußert bei dir? Ich habe eine Wiedergeburt gehabt, so wie es in der Bibel steht. Also ich habe diese Bibel natürlich in der Schule ein bisschen gelesen. Ich wusste nichts von einer Wiedergeburt. Ich habe sie trotzdem erfahren, habe das dann in Erfahrung gebracht, was ich da überhaupt erlebt habe, warum ich Jesus kennengelernt habe. So, in diesem Moment dachte ich halt schon, Jesus ist Gott, als ich die Wiedergeburt gedacht habe, gemacht habe, ja, gehabt habe. Und ja, dann habe ich mich ein bisschen informiert, dass ich halt eine Wiedergeburt hatte. Also ich wusste es nicht so wirklich, dass ich da eine Wiedergeburt hatte tatsächlich, bis ich mich da näher informiert habe. Aber ich habe halt danach gefragt. Ja, ich habe wirklich nach Jesus gefragt. Und dann kriegst du deine Wiedergeburt. Wenn du wirklich deine Sünden bereust, ja, und fragst, kannst du in mein Leben kommen? Ja? So, ich glaube daran, dass du für meine Sünden gestorben bist, dass du da warst, dass du Gott bist. Ja, sag das einfach. Sprech das hier. Jetzt gerade, wo du in deinem Bett liegst, von mir aus, falte nicht mal die Hände, aber sprich mal von deinem Herzen zu Gott, dass du anerkennst mit deinen Lippen, ja, dass er für deine Sünden gestorben ist, dann wirst du ein spirituelles Erlebnis mit ihm haben. Dann bereust du wirklich vom Herzen deine Sünden. Dann betest du jeden Tag, ja. Bete von mir aus, du musst nicht, aber bete mal jeden Tag, damit du spirituell sensibel wirst für die wahre spirituelle Welt. Ja, und dann wirst du Jesus kennenlernen. Das ist eine Anleitung, die ich euch hier gebe, auf der ihr nicht auf mir vertrauen müsst. Ihr müsst mir nicht vertrauen, ihr könnt das selber herausfinden. Sorry, ey, keine Pride oder so, aber das ist wirklich eine geile Anleitung. Weil ihr braucht nicht jemandem aus dem Internet vertrauen, so wie ihr viele von euch das eh jeden Tag machen, sogar ich auch. Ja, ihr könnt selber diese Wiedergeburt alleine in eurem Zimmer von mir aus erfahren, wo auch immer ihr seid. Ihr könnt alleine nach Jesus fragen und so, ihr könnt das selber herausfinden. Ja. So. Kennst du Jesus? Ja, ich kenne ihn. Ich habe ihn kennengelernt. Er will euch alle kennenlernen, allesamt durch, egal wer ihr seid, ja. Egal wo ihr herkommt, egal wer ihr seid, egal was ihr gesündigt habt, ja. Bei manchen Sünden wird es wirklich schwer. Bei manchen Sünden bittet wirklich um Vergebung, ja, wirklich von eurem Herzen, weil ja, bei manchen Sünden wird es echt, also da gibt es so wirklich paar Ausnahmen, da wird es schwer. Ja, man sagt ja, wenn man den Holy Spirit gespottet hat, ja, wenn man weiß, dass es echt ist, was Jesus da gemacht hat, es trotzdem nicht anerkennen will und trotzdem verspottet, das ist das Wildeste, was es gibt. Ist zum Beispiel so damals gewesen, da haben ja Leute gesehen, dass Jesus diese Wunder gemacht hatte und waren ja trotzdem irgendwie so, keine Ahnung, neidisch oder was weiß ich, die waren, ja, und wollten das ja nicht, ja, so. So, ja, was, und ja, Kindern, ja, du darfst Kindern nichts antun, weil sonst wird es auch schwer. Also sonst wird es auch. Ja, es gibt Vergebung für viele, ja, bloß, Bro, bei Kindern, wenn du irgendwas machst, du wirst gewarnt, ja. Du wirst wirklich gewarnt von Gott davor, bevor du diese Tat machst, so. Deswegen, wenn du darauf eingehst, dann bist du wirklich jeder Warnung aus dem Weg gegangen, ja. Ob du dich schlägst, ob du irgendwas anderes machst, ja. Wild, wild, wild. Kannst du astral reisen? Gott sei Dank nicht. Ist dämonisch auf jeden Fall. Das nächste, was ich an einer Astralreise hatte, ist irgendwie in meinem Zimmer so ein bisschen. Wo war ich? Ich bin nicht weit gereist. Ich bin kurz aus meinem Körper raus. Aber ist, ey, perfekt. Ich bin so froh darüber, dass ich da nicht so noch tiefer reingedickt habe, ja. Wirklich. Bin echt froh, weil du kannst viel, du kannst von mir aus reist du durch deine Wohnung dann, ja, und ja, wenn du das wirklich meisterst, du reist halt durchs Universum und so ein Shit, ja, das ist aber sehr, sehr komplexe Illusion von den Dämonen, ja, sehr, sehr komplexe Dämonen, ja, weil die wissen viel und wenn ihr das meditiert, ja, so dann und astral reist und so, dann wissen die mehr, dann haben die mehr, dann haben die gesetzlich mehr Zugriff. Die nutzen ihre Gesetze, glaubt mal, jedes, was sie bekommen, ja. Janice, das ist keine Schildkröte, das ist ein Demon.
Ja, das ist ein Dämon. Also das ist ein... Das ist, ich erkläre das nicht oft, ja, nur weil du jetzt so nett gefragt hast, ja. Das ist ein Dämon aus, wie heißt das? Indianer, ja. Wie heißen die? Native Americans, ja. Die haben diese als Malerei in ihren Kuhhäuten oder so draufgemalt, ja. So genauso wie sie hier ist, wurde sie auf diese Kuhhaut gezeichnet, so mäßig, ja. Und ja, die Bedeutung ist auf jeden Fall geheim gehalten worden, ja. Ist geheim gehalten worden. So, also ich habe keine Bedeutung für das Tat. Und ja, so das ist auf jeden Fall, ja, ein Demon Spirit, ja. Ja, auch auf jeden Fall ein dickes Portal, was ich mir für meine Dämonen geholt habe damals, ja. Das ist gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten. Anfang des Jahres, nee, Ende letzten Jahres. Wann habe ich das Tat gemacht? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, trotzdem hat mich Jesus gerettet. So ist er, ja. Weil er zeigt Satan, dass Satan keinen angreifen kann, ja. Keinen in diese spirituelle Welt ziehen kann, ja, wenn man das nicht zulässt. Ja, wenn man wirklich Jesus zulässt, ja, dann wirst du in die richtige Spiritualität gezogen werden, eben nicht von den Demons verfolgt, aus der Fassung gebracht, aus dem zur Sünde überredet, dies, das. Okay. Ich habe meine Testimony nicht mal hochgeladen. Ich wollte da noch ein Video dazu machen. Auf jeden Fall habe ich zu Jesus gefunden, indem ich nachgefragt habe und vom Satan natürlich befreit worden bin. Und ja, immer schon irgendwo Jesus geliebt habe, auf jeden Fall. Ich habe den nie verspottet oder so, ja. Also richtig cringe auch, jemanden zu verspotten, der diese Nächstenliebe hat. Sorry, aber ey... Sorry, ich küsse euer Herz, ja, aber seid ihr nicht righteous, dass ihr nicht einfach mal eine Person feiern könnt, die wirklich, ihr müsst ja nicht mal dran glauben, aber wirklich eine Person, die es ja gegeben hat, einfach mal feiern könnt dafür, dass sie diese Nächstenliebe gemacht hat und Leuten beigebracht hat, wie man eben nicht gehasst wird, Hass verbreitet, Leid verbreitet, Krieg verbreitet, ja, also so, ich muss jetzt mal hart sagen, warum könnt ihr Jesus nicht gönnen? Boah, jetzt habe ich es ja, ich habe es ausgesprochen, ja, ich habe es gesagt. Warum kann man Jesus nicht gönnen? Dazu musst du erstmal, oh, jetzt bist du noch deeper. Wenn du Jesus noch nicht kennengelernt hast, dann musst du erstmal anderen Leuten dafür gönnen. Ja, also wenn du viel zu neidisch bist, dann gönnst du nicht mal Menschen was, dann kannst du auch Gott nicht gönnen, ja, weil er ja Anerkennung hat, ja. Dann kann man nicht Jesus gönnen. Ja, boah, es wird deep, also deep, 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 ja. Bei mir ist immer deep, du weißt, was ist. So, also wie willst du, wenn du Neid hast, was ja von Satan kommt, er hat ja Neid erfunden. Wenn du Neid hast, wie willst du zu Gott finden? Das ist sehr, alles ist möglich durch Gott, ja, das ist natürlich kompliziert, ja, weil du ja verblendet wirst vom Satan. So, also zu Jesus zu finden, das ist das Einfachste, was es geht, weil das ist für, jetzt muss ich hart reden, no front, für dumme Menschen, kann man so sagen, so Leute, die wirklich, ja, weiß ich, ich führe das jetzt nicht weiter aus, ihr wisst, was ich meine, ja, dass die das sogar verstehen. Ja, also es ist für jeden ist das was, ja, dumm war die falsche Ausdrucksweise, aber ihr wisst, was ich meine, ja, weil wir sind alle dumm, aber Leute, die dieses spirituelle Verständnis, so dieses Welt, nicht mal das Weltverständnis haben, so, man kennt manchmal Leute so, no front an die. Ja, aber selbst die finden zu Jesus, Bro. Also das ist das Simpelste, was es gibt, bloß die komplexen Lügen des Teufels sind ja so stark, dass sie die schlauesten Personen der Erde in Angst und Bangen halten, ja, und in ihren Gesetzen halten, nicht in der Liebe Gottes. Und so kann es natürlich dazu kommen, dass ein Drogenabhängiger, also so könnte es ausgehen, ja, so könnte es gehen, ja.
Denn jeder, der Ahnung von der Materie hat, von der du da sprichst, wie meinst du, weiß, dass das nicht ganz richtig ist. Aber von welcher Materie? Wir haben alle keine Ahnung. Ja? Wir werfen einen Porzellanteller, alle in unserem Leben haben wir auf den Boden geworfen. Wir wissen nicht mal, wie man einen Teller hochhebt. Ja? So manchmal weiß man das, ja, die meiste Zeit, aber manchmal weiß man es auch nicht. Dann lässt man einen Teller einfach mal fallen. Bro. Ja, so sind wir. So sind Menschen. Wir sind alle dumm. Ja, wir brauchen alle Gott. Ja, es ist echt krass, ja. Sanguine Moon. Ja, wirklich. Es ist auch absoluter Krampf. Okay. Jesus kommt, meinst du Hologramme und Project Bluebeam? Nee, also ich meine wirklich Jesus als Gott, aber die Hologramme, ja, die Hologramme könnten kommen. Also so könnte ein Fake, könnte, ja, ich weiß nicht, also so könnte ein Fake-Jesus auf jeden Fall aussehen. Ja, genau, Jesus hat es vorausgesagt, ja, ich küsse dein Herz, ja, Liebe geht an dich. Ja, kommt Jesus als Hologramm und da wird dann gesagt, ich bin der Messias, ja. Wenn ihr da davon in den Nachrichten hört, dann wisst ihr schon direkt, das ist Cap. Weil ihr werdet Jesus sehen, wenn er kommt, jeder. Ihr könnt im Keller sein, ihr werdet ihn sehen, ja. Für Jesus ist alles möglich. Jeder wird Jesus am Himmel sehen, ja, auf einer Wolke, ja. Was mit Pferd? Oh, kommt er auf dem Pferd? So, das, ich weiß gerade nicht, kommt er auf dem Pferd? Ich glaube schon. Mit Engeln um sich rum, ja, also jeder wird ihn sehen, no cap, jeder wird ihn sehen, so, also, wenn ihr Nachrichten Ungläubige und alle anderen, die nicht zu Jesus gefunden haben, einen leichten Zugriff haben, ja, weil sie natürlich angstgesteuert sind. Man hat den Beweis, hat man bei Corona schon bekommen, dass Leute absolut angstgesteuert sind. Ja, das war der offizielle Beweis. Also wenn ihr nicht bei Jesus seid, bei der Liebe Gottes, ja, dann habt ihr Angst. Ja, und diese Angst, die wird euch eventuell dazu bringen, einen falschen Jesus kennenzulernen. Ja, Jesus ist Gott. Und jeder wird ihn sehen. 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 Religion danach noch eine Chance. Also in der Bibel steht, Jesus will jeden im Himmel sehen. Ja? Er will nicht, dass ihr geperished werdet. So, deswegen, ich kann euch das nicht sagen, ich bin nicht Gott, aber falls es die siebenjährige Tribulation gibt, ja, das siebenjährige Trübsal, ja, dann hättet ihr ja theoretisch noch eine Chance. Aber da müsst ihr berücksichtigen, alle Christen wurden entrückt. Alle Christen wurden entrückt. Ihr habt keinen Wiedergeborenen mehr, auf den ihr relaten könnt. Ja, wo ihr euch irgendwie Informationen, wo ihr Gebete abholen könnt oder sowas. Ja, bei ihm. Ihr habt keinen erstmal mehr. Dann, ihr habt diesen ganzen Content auf Social Media, der ja über Wiedergeburten redet. Wer weiß, ob der dann zensiert und alles gesperrt wird, ja, wenn die neue Weltordnung kommt. Wer weiß, ob ihr jetzt schon wollt, ja, es ist wirklich sehr gefährlich, was ihr da macht, ja. Nein, wir sind nicht in einem Kult. Ich bin kein Kaltleader, Jit. Ja, ich spreche wirklich die Wahrheit aus. No cap. Das wissen viele. Viele wissen, dass das die Wahrheit ist. Weil da brauchst du kein Kaltleader für. Ja, da brauchst du Gott für. Ich bin froh, dass du zum Herrn gefunden hast. Ich auch, Bro. Ja, ich küsse dein Herz. Jesus ist der Kaltleader. Nein, eben nicht. Jesus ist Gott,
Ja? Jesus kann gar kein Kaltlieder sein. Ja, weil ein Kaltlieder ist erstmal ein Mensch, ja, und keine Gottheit. Das ist erstmal ein Kaltlieder. Ein Mensch, der sich einredet, eine heilige Person zu sein, 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 sich einredet, eine heilige Person zu sein. Täten sind auf die Bibelschriften auch zurückzuführen. Ja. So, und was ist denn Jesus überhaupt, wenn wir jetzt mal von diesen Schriften reden? Bro, die Pharisäer haben die Tora gelesen. Sie kennen nicht mal den richtigen Gott. Ich habe nicht die Tora gelesen. Ich kenne den richtigen Gott. Was sagt uns das? Dass diese ganze Geschichte eine Beziehung ist aus Erlebnissen. Ja. Das ist eine Beziehung zu Gott und nicht eine Religion, wo ihr das Erlebnis bestimmt, indem ihr sonntags in die Kirche geht. Boah, Bro, das ist deep. Ja, das ist die Beziehung zu Gott. Jesus war Bauarbeiter. Ja, also er war ja in der deutschen Übersetzung Zimmermann. Bloß dieses Wort hat viele Bedeutungen. Also in der Originalversion wird ja gesagt, er ist ja Bauarbeiter. Hier wird gesagt, er ist Zimmermann. Hatte er einen Job? Ich würde sagen, ja, er hatte diesen Job. Aber was soll das denn darstellen, wenn Jesus eine Person ist, die uns das Leben beibringt, wie wir in den Himmel kommen und wie wir hier richtig leben? Ja, er zeigt uns, wie er ist, wie gütig er ist. Was ist er denn, wenn er Bauarbeiter ist? Er ist ein Creator. Ja, er kam doch in die menschliche Form, in der wir jetzt auch sind. Ja, hat uns gezeigt, wie lebt man. Ja, ihr seid mein Ebenbild. Guck mal, ich bin Bauarbeiter. Ja. Ich bin Bauarbeiter, ja. Ich bin Bauarbeiter, ja. Ich bin Bauarbeiter, ja. Kannst du ihn kennenlernen, ja? Kannst ihn jetzt. Wow, ist das eine deepe Aussage. Jetzt wird es wieder sehr deep. Wo ist der Comment? So. Guck mal hier. Aber als ich nach Gott schrie, antworteten mir diese Götter nicht. Ja, diese ganzen Götter nicht. Nur Jesus. Das ist wirklich so real gerade. Wow. Das sind Götter, wirklich. Die da, wenn du nach dem richtigen Gott schreist, dann können die aber nicht antworten, das dürfen die gar nicht, ja, dann antwortet Jesus dir, aber das sind auch Götter in ihrer Welt, das sind nicht die Creator, das ist nicht der wahre Gott, das sind Fake-Götter, ja, wenn du nach dem wahren Gott fragst, dann wird kein hinduistisches, dämonisches Wesen vor deiner Tür stehen, ja, sondern Jesus. Boah, Bro. Deep, deep, deep. Ja, deswegen fragt nach dem wahren Gott. Ja, dann wird er kommen. Gibt es nur einen Gott? Ja, es gibt nur einen Gott. Bro, was hast du für scheiß Tattoos? Sagt Anakin Skywalker. Anakin Skywalker stellt tatsächlich einen Dämon dar. Ja, er hatte keinen Vater. Was hatte er? Er hatte diese Mutter, hatte er doch. Skywalker, Sternläufer. Ja, er ist ein Nephilim. Ja, er kommt aus den Sternen. Ja. Seine Mutter, ja, Anakin, seine Mutter, hatte sexuellen Kontakt mit einem Dämon. Ja,
Filme sind nicht die Wahrheit. Filme zeigen euch die Wahrheit, aber sagen euch nicht, dass Jesus echt ist, sondern die zeigen euch jede dämonische Aktivität, die ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Die zeigen euch Meerjungfrauen, die zeigen euch Aliens, ja. Das ist ein sehr, sehr krasses Portal für die Dämonen, wie die ihre Lehren kommunizieren. Bloß die sagen euch nicht, wie das richtig ist. Die zeigen euch die Realität, aber die zeigen euch nicht, zu wem ihr finden müsst, was wirklich echt ist, ja. Das zeigen die nicht. Wenn ihr einen Alien-Film guckt und sowas, das sind ja Aliens, das sind aber dann keine Dämonen. Das sind nur diese Darstellung. Ja. Okay. Also Bro, ganz unter uns, glaubst du for real, dass ich ein Dämon bin? Ich rede nicht von dir, Jet, ich rede von dieser Filmfigur. The fuck? Nein, du bist kein Dämon, du kannst auch kein Dämon sein, Bro, und du kannst nur von einem Dämon besessen sein, und das sind wir fast alle, also das ist wirklich most common, also das ist mehr common, als ihr euch vorstellen könnt, ja. An welche der 3000 Götter glaubst du? An den einzigen wahren, und das ist Jesus. Ja, wärst du ein richtiger Mann und Gott mit dir, würdest du nicht so aussehen. Aber wieder falsch, da hast du die Bibel nicht gelesen, weil Gott guckt auf dein Herz und ja eben nicht auf dein Aussehen, wenn er dich errettet, weil er sagt, komm so wie du bist und nicht veränder dich und dann komm dann erst zu mir, sondern er sagt, komm zu mir, ich verändere dich. So sagt das Gott. Komm zu mir, ich mache das für dich und nicht du musst was machen. Ich mache das für dich. Ja, weil wenn wir dieses Mindset haben, dann verlassen wir uns wieder auf uns. Ja, dass wir schön aussehen müssen für Jesus, keine Ahnung, obwohl er eh unsere Gedanken kennt. Der weiß alles, ja, der weiß auch, worauf ihr steht. Ja, er weiß alles. Also ihr braucht euch nicht schämen, ja. Ihr braucht euch wirklich nicht schämen, er nimmt euch an, ja. So, war gerade aus dem Live raus, bin zurück. Was geht, Old Series? Alles klar? Ich bin, also mein Glaube ist, ja, Christ, Beziehung mit Jesus, ja. Darauf erstmal Luzifer anbeten gehen. Susanne, was hast du für... Ja, was hast du in deinem Leben erfahren, wenn ich dich fragen darf, dass du Luzifer anbeten willst? Das ist ja nicht gesund. Das klingt nicht gesund. Ja, muss ich dir wirklich ehrlich sagen. Glaubst du an Engel? Ja, safe, Engel gibt es. Ich habe doch gerade gesagt, Ellie, oder hast du nicht gehört? Ich bin Christ, also ich habe eine Beziehung zu Jesus Christ. I keep my eyes on Jesus Christ. He paid the ultimate price. Okay. Bin mir ziemlich sicher in der Türkei aufgewachsen, hättest auch rebelliert. Wow, tiefe Aussage, safe. Safe, Bro. Von mir aus, dann werde ich halt irgendwie, keine Ahnung, halt dann, ja, falls da irgendwelche Gesetze gelten, für meinen Glauben bestraft auch, ja. Bloß, ja, es kann gut sein, dass man noch gefoltert wird. Aber dann soll die Folter halt kommen. Danke dir, Ellie. Ja, ich küsse dein Herz. Ich bin Satanist, kein Ding. Ja, hast du Fragen? Mein Beten hat Luzifer gehört und er ist mein Gott. Ja, das stimmt, was du da sagst. Ja, Luzifer, ja, den machst du zu deinem Gott, dann ist er dein Gott. Ja, und ja, er wird auch dein Beten erhören. Bloß er wird dich natürlich nur weltlich beschenken, ja, mit Ruhm und Reichtum und was auch du immer willst. Bloß, du kannst von mir aus an Top steht, du kannst Bill Gates sein. Wenn du nicht in den Himmel kommst, dann war das alles für die Katz. Weil der Himmel ist unendlich, die Hölle ist unendlich und hier sind nur 80 Jahre. Also diese 80 Jahre, das ist nicht mal ein Cent wert im Vergleich zum Himmelreich. Ne, wenn man das jetzt mal mit Geld vergleicht, das ist nicht mal ein Cent wert, Bill Gates zu sein und dieses Geld zu haben. Das ist nicht mal ein Cent wert. Krass, ne? Ist so. Siehst viel gesünder aus, freut mich. Küss dein Herz, Franziska, danke dir, safe. Ich habe ein bisschen zugenommen, dies, das. Ich habe eine Frage, wenn ich eine Strecke mit 140 Kilometer mit 140 km/h fahre, wie lange brauche ich?
70 Wigger. Ja, 2017 war geile Zeit. Wer weiß noch 2017? Das war eine diebe Zeit. Das war chillig, aber der Teufel hat mich echt gefickt in der Zeit. Aber es war chillig, ja. Also ich fand es zu dem Zeitpunkt wirklich chillig. Ja, diese ganze Lil Pump-Film und so. Das war wirklich eine, wirklich, wirklich beste Musik. Die Musik wird nie so gut wie in der Soundcloud-Era 2016, 17, 18, sowas ungefähr, ja, diese Jahre. Die Musik wird nie wieder so gut. Lass es mir von euch gesagt sein, auch wenn sie Satanic war, ja. Ich will nicht sagen, dass sie so gut ist, aber diese Energy, die wird nie wieder so kommen, wie sie war, mit dieser ganzen Opium. Das ist Trash. Okay. Wie, ja, Mann, wie gesagt, in der Hölle ist es auch im Winter warm. Ja, so Winter kennst du hier halt nur aus diesem Real Life, ja. Lil M vermisst die Zeit. Ich vermisse meine Demon-Zeit. Ich bin die hier ihr drittes Auge öffnen wollen, die diesen Schrott von diesem New Age TikTok mitbekommen haben, ja, das ist auf jeden Fall Satanic. Satanic, bro. Nirvana war auch krass, aber auch satanisch. Safe, bro, ja. So kommt ja der Teufel. Du hast ein Talent und er holt sich das, weil er weiß, der Teufel weiß, du hast ein weltliches Talent, du kannst diese Welt erreichen. Ja, er benutzt dann diese Leute als Instrument, um die Welt zu erreichen, ja, wenn du irgendwie in irgendeinem Bereich talentiert bist. So, und dann wird er dir natürlich das Angebot machen, ja, im Himmelreich werden wir alle die schönste Musik machen, yes, sir, ja, und auch die wahre Musik, weil die Musik, wie wir sie kennen, sie ist satanic. Weil Lucifer ist für die Instrumente zuständig, ja. Im Himmel war er für Instrumente zuständig. So, und guckt euch Dingens an. Ja, guckt euch The Weeknd an, guckt euch alle an. Guckt euch keinen an. Guckt euch Aufklärungsvideos über diese Artist an, aber hört diese Musik bitte nicht. Wenn ihr sie hört, ihr kommt nicht in die Hölle, bloß ihr füttert euch ja mit Sachen, die vom Teufel sind. Das ist ja das Problem. Also ihr werdet ja programmiert vom Teufel, auf jeden Fall, ob ihr es wollt oder nicht, mit diesen Inhalten. Auch wenn ihr sagt, ich bin Christ, ich höre trotzdem Lil Uzi Vert, ja, ich habe eine gute Einstellung. Trotzdem diese Dämonen-Spirits, die machen ein Portal zu euch offen, weil ihr das ja zulässt und die diese Musik hört, ne? Natürlich haben die dann mehr Zugriff auf euch, wenn ihr denen diesen Zugriff gibt, ja, über euch. Auch Filme, ja, Jesse Quinn sagte schon. Und natürlich, ja, ich habe viele Filme geliebt. Portrayed wird. Okay, geht auch jetzt auf Holy Amp. Guckt euch das Video an. Ich habe über Starbucks ein Video gemacht. Ich habe Starbucks exposed, ja, weil sie demonic satanic sind. Und wir gucken durch die Runde. Und warte. Warte, ich muss einmal. Okay, Ifran nimmt nicht an.
Ich würde gerne noch mal mit ihm reden über Jesus und seine Sichtweise. Ich will ihm nicht mal irgendwie Ich will ihm nicht mal irgendwas vorwerfen. Ich will ihn nur fragen, warum er den ganzen Tag mit Muslimen diskutiert. Ich liebe die schwarze Magie und habe viel Kontakt zu Dämonen. Ja, Susanne, dann... ja, du hast die Entscheidung bekommen, ob du dich dafür machst oder dagegen. Ja, bloß der Teufel, der lügt dich an, der will dich in der Hölle sehen. Und das wird elendig, das ist heiß, das kannst du dir nicht vorstellen. Und da stirbst du unendlich. Und diese Demons, die du da anbetest, die wissen viel über dich, ja. Die wissen alles, was in deinem Leben passiert ist. Die können nicht deine Gedanken lesen, ja. Und die wissen aber alles. Das heißt, die werden dich damit auch piesacken, ja, dass du hier den Teufel angebetet hast und die Dämonen. Die werden dich piesacken, dass du unendlich, sorry, ey, ich möchte nicht so viel über Hölle reden, aber du betest ja die Hölle an. Du betest ja Satan an. Ja? Ich muss dir das ehrlich, ernsthaft sagen, dass sie dich wirklich im Leid sehen wollen. Ja? Und ich weiß, du wurdest im Leben verletzt, aber, ja, chill out. Wirklich. Jesus hat einen Plan für dich und er liebt dich immer noch, obwohl du den Teufel anbetest. Ja? Dieb. Er liebt dich, obwohl du den Teufel anbetest. Obwohl. Ja. Okay. Ich lande in der Hölle dafür, dass ich über Jesus rede. Das ergibt gar keinen Sinn. So, einmal versuchen wir es erstmal. Also, sorry, manche sind hier ein bisschen... Ne, ich sage jetzt keine Namen, aber ich glaube, manche sind hier ein bisschen auch... Egal, scheiß drauf. Nein, ich spreche das nicht aus. Ich weiß, was manche sind. Das wissen wir eh alle, das brauche ich nicht sagen. Okay. Warum glaubst du, dass Aliens Dämonen sind? Da habe ich ein Video drüber gemacht. Guckt es gerne an. Okay, geht auf Holy Amp. Ich habe ein Video über Starbucks gemacht. Habe Starbucks exposed, weil dass die demonic sind, dass diese Meerjungfrau, was die als Logo haben, auf jeden Fall ein Nephilim ist, ein Demon. Geht auf Holy Amp, guckt euch das an. Und ja, ich küsse euer Herz. Und Aliens sind auf jeden Fall Dämonen. Ja, bis dann. Dämonen, ja, bis dann. Dämonen, ja, bis dann.